Also, ich begrüße Sie herzlich. Sie ist in Weimar geboren, hat Theologie studiert, war Pastorin, dann auch im Kirchenkreis Weimar bis 1990 und dann ging es ihr so wie mir. Wir sind in die Politik geraten und das hat uns dann nicht mehr losgelassen. Sie war Mitglied des Thüringer Landtages, Kultusministerin, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten in Thüringen. Präsident des Landtages und dann auch von 2009 bis 2014 Thüringer Ministerpräsidentin. Aber dabei ist sie natürlich immer auch noch Pastorin, jedenfalls Theologin geblieben. Der Diskussionspartner ist Regionalbischof Christian Kopp, bei dem ich mich besonders bedanken will, weil er ganz kurzfristig eingesprungen ist für Petra Bahr, die leider absagen musste und dass Sie sich bereit erklärt haben, sozusagen vor 2 Tagen oder 3 Tagen kam die Anfrage. Das ist wirklich alles dankenswert. Sie stammen aus Regensburg. Auch Herr Kopp hat Theologie studiert in München, Erlangen, Bern und Tübingen. War dann nach der Ausbildung Vikar, Hochschulpfarrer, Pfarrer in Nürnberg, Dekan und ist nun Regionalbischof für den Bereich München. Genau, Ja. München und Oberbayern, also dort, wo die schönen Berge sind Ah ja, für den und die Bereich schönen hoch. Seen. Und die schönen Seen, ja. Die bedürfen des Trostes nicht, aber vielleicht die Menschen, die da wohnen. Unser Thema also, die Kirchen in der Corona-Krise, die Corona-Krise als Bewährungsprobe. Ich brauche nicht ausführlich referieren. Es gibt mancherlei Kritik an der Kirche und ihrem Verhalten. Auch Frau Lieberknecht hat sich zunächst einmal durchaus kritisch geäußert im vorigen Jahr. Und es gibt auch jetzt eine heftige Angriffe. Im Spiegel war neulich zu lesen, ein Sloterdijk-Zitat: In der Corona-Krise, in den Corona-Zeiten hätte sich die Nutz- und Funktionslosigkeit der Kirchen erwiesen. Und in der FAZ las man vor einigen Tagen von einem Pastor im Ruhestand, zitiere wörtlich: Corona hat die Schwäche der Kirchen als Akteure religiöser Kommunikation deutlich werden lassen. Die Frage also, was ist die Erfahrung der Kirchen, der Theologen in dieser Krise gewesen? Hat die Krise die Kirchen, soll ich mich etwas salopp ausdrücken, auf dem falschen Fuß erwischt? Sind das falsche Krisenphänomene, die man da mit der Kirche verbindet. Was aber kann die Kirche selber aus den Krisenerfahrungen, den Corona-Erfahrungen lernen? Zunächst hat Frau Lieberknecht das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Es soll ja ein kurzer Impuls werden, den ich in 4 Punkten kurz darstelle, die ich anreißen möchte. Zum einen finde ich Begriffsklärungen immer hilfreich. Dabei werde ich mich allerdings auf den Begriff der Krise beschränken. Zum zweiten möchte ich die Brennglasfunktion herausstellen, die die Corona-Pandemie ja für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und eben auch für kirchliches Handeln deutlich gemacht hat. Zum dritten möchte ich ganz kurz einiges zu kirchlichen Antworten sagen, die wir erleben konnten. Und in einem vierten Punkt, ja, auch Chancen Ausdruck geben, die sich für mich mit der Corona-Pandemie auch für Kirche verbinden. Ich mache es ganz kurz. Begriffsklärung, Krise. Ich denke, da können wir, wie es ja auch bekannt ist, von beiden Perspektiven her die Krise beinhaltet. Zum einen Unsicherheit, bedenkliche Lage, Zuspitzung, Zulaufen auf eine Entscheidung, Wendepunkt, mit ja auch dieser bedrohlichen Lage deutlich machen. Zum anderen aber auch, dass Krise hinführen kann zu neuen Entwicklungen, zu Besserungen des Geschehens, wie es ja auch in der Medizin gesehen wird. Zum einen Katastrophe, Tod, aber die Krise auch hin zu einer Besserung. Und im Übrigen, das fand ich ganz interessant, wenn man ein bisschen recherchiert zum Begriff Krise, findet man sogar einen Zusammenhang zur religiösen Dimension. Da heißt es wörtlich, je bedrohlicher, je existenzieller Lebenskrisen werden, und bei Corona haben wir es für viele ja auch mit Lebenskrisen zu tun, desto häufiger und elementarer sind sie an die religiöse Dimension gekoppelt. Und das fand ich doch
ganz interessant. So viel also zu diesem ersten Punkt zuvor. Und jetzt meine anderen drei Punkte, die Brennglasfunktion. Nicht nur im Blick auf Kirche, sondern auch im Blick auf die Gesellschaft insgesamt haben sich durch die Corona-Perspektive oder Fokussierung durch Corona-Verschärfung doch Entwicklungen aufgezeigt, die im Grunde schon schleichend über viele Jahre ja präsent waren. Und dazu gehört ein für mich wachsender Bedeutungsverlust im Blick auf Institutionen wie die Kirche, aber auch im Blick auf Familie, die dem Staat vorgelagert sind. Und so vorgelagert, dass Verfassungsrichter Böckenförde einst ja sagte, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Und zu diesen Voraussetzungen haben wir immer Kirche, Religion, Glauben gezählt, aber eben auch Familie. Und da fand ich es doch irritierend, wie stark und radikal die Freiheitsrechte in der Corona-Pandemie zumindest am Anfang und dann doch über lange Zeit während nicht nur für den einzelnen Bürger beschnitten wurden, sondern eben auch für diese Institutionen, Familie und Kirche bis hin in die Grenzsituationen hinein. Grenzsituationen im schärfsten Fall, also das Sterben, das Stichwort des einsamen Sterbens, unbeschadet der Tatsache, dass einzelne Seelsorger sich natürlich gewehrt haben und versucht haben, Zugang zu schaffen. Aber insgesamt hat sich das doch in einer Breite gezeigt, dass selbst im Sterben für viele Angehörige und eben auch für Kirche kein Weg zu den Sterbenden führten. Diese einseitige Sicht der Virologen, der alles andere und eben auch das Leben in Grenzsituationen untergeordnet war, hat nicht nur mich, sondern viele irritiert. Die zweite Irritation, die hängt damit zusammen, die über viele Monate absolut während Dominanz eines Wissenschaftsglaubens, den man ja auch durchaus hinterfragen kann, der auch nicht voraussetzungslos ist, und das gegenüber einer Kompetenz zur Orientierung für das geistliche Leben im Blick auf Theologie. Theologie hat elementar etwas zu sagen, wenn es um die Ganzheitlichkeit des Menschen, wenn es um die religiöse, wenn es um die geistige Dimension gibt. Das war für viele über lange Zeit doch nicht wahrnehmbar. Ich will nicht sagen, dass es nicht stattgefunden hat, aber im öffentlichen Diskurs war es doch weithin angestellt, so dass Bundestagspräsident Schäuble am Ende ja fast so etwas wie ein Befreiungswort gesagt hat mit seinem Interview, wo es dann hieß, Schutz von Leben, nicht alles unterordnen. Das hätte auch ein Geistlicher sagen können, meine ich. In diesem Fall war es Wolfgang Schäuble. Und ein dritter Punkt dazu, der mich jetzt nicht irritiert hat, der aber noch mal deutlicher hat werden lassen, eine Entwicklung, die wir über lange Zeit schon beobachten, dass das wachsende Unverständnis gegenüber dem deutschen Staat-Kirche-Verhältnis. Es wird immer erklärungsbedürftiger, auch zum Beispiel deutlich zu machen, dass ein Gottesdienst eben etwas anderes ist als eine Sportveranstaltung, als ein Kinobesuch oder ein Besuch im Theater. Da gibt es echt einen Erklärungsbedarf, der vor Jahrzehnten zurück, hätte man selbstverständlich gesagt, Gottesdienst ist konstitutiv für das christliche Leben, für das Glaubensleben, für die Gemeinde. Da merkt man, wie sehr diese Selbstverständlichkeiten doch in der allgemeinen Wahrnehmung in den Hintergrund getreten sind. Im Osten kommt noch dazu, dass eben selbst in karitativen Einrichtungen der Besuch des eines Seelsorgers oft mehr Achselzucken und Fragezeichen aufwirft, als dass man damit konkret etwas verbinden könnte. Der dritte Punkt, Antworten auf die Pandemie kirchlicherseits, die hat es gegeben, zunächst mit einem enormen Digitalisierungsschub, Kreativitätsschub. Das macht wirklich Spaß zu sehen, was da alles entstanden ist. Ist auch genügend reflektiert, auch von der Kirche, sehr präsent dargestellt worden auf Anfragen und auch in den allgemeinen Debatten. Es hat aber dann auch theologische Antwortversuche gegeben, theologische Positionierung. Nicht ganz am Anfang, aber es war schon auch eine Zäsur, als unser Ratsvorsitzender Bischof Bedford Strom sein großes Essay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 25. Mai letzten Jahres hatte. Virus als Wegmarke, das hat sich eingeprägt. Und zum Dritten, man hat aus der ersten Welle, wo
viel Sprachlosigkeit auch herrschte. Mit der zweiten Welle aber sehr deutlich Zeichen gesetzt und Zeichen, dass man auch gelernt hat, mit dieser Situation umzugehen. Erinnere an Präsident Lilie Caritas, Diakonie, der ganz deutliche Worte vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin damals vor der zweiten Welle, am Beginn der zweiten Welle gefunden hat. Keine Isolation Betroffener mehr, wie das am Anfang war, und auch das katholische Wort der beiden Weihbischöfe Hauke und Gössel, die ganz klar gesagt haben, diakonische Seelsorge bei Menschen mit Covid-19 unter ja auch dem schönen, ja, der guten Botschaft, fürchtet euch nicht. Das vierte jetzt, Pandemie als Chance. Ich komme an den Anfang zurück. Diese Verbindung, je heftiger eine Krise, namentlich Lebenskrise, umso mehr auch die Koppelung mit einer religiösen Dimension. Fragen von Tod und Leben sind für viele Menschen neu ins Zentrum des persönlichen, des gesellschaftlichen Nachdenkens gerückt. Hier geht es um Kernkompetenzen des christlichen Glaubens, dass ich eine Chance, sich einzubringen, sich deutlich einzubringen. Dann das zweite, Corona. Die ganze Corona-Pandemie war ja auch extrem mit Angst, von Angst begleitet, Ängste. Und die Überwindung von Angst, also Angst zu leben, Angst zu haben, aber über die Überwindung von Angst sind ja zutiefst biblische Botschaften. Das biblische Zeugnis ist voll von Geschichten mit Angst und deren Überwindung. Und als jemand, der auch in der DDR-Zeit gelebt hat, die 80er Jahre, unvergessen zum Beispiel Papst Johannes Paul II., fürchtet euch nicht, habt keine Angst, das zentrale Diktum. Wer bei der Friedlichen Revolution dabei war, weiß, wie gemeinschaftlich Angst überwunden werden kann. Also das finde ich ein tolles Zeugnis, auch wenn es eine ganz andere Situation damals war. Und dann zum dritten und letzten schon. Die Herausforderungen der Pandemie haben Kirchen mit ihren Gremien, Synoden, aber auch Kirchgemeinden vor Ort, Theologinnen und Theologen, Menschen, die im Glauben stehen, doch auch innehalten lassen und nachfragen lassen, was Kirche und christlicher Glaube in unserer bunter und auch weltanschaulich religiös vielfältiger Welt bedeuten können. Für mich selbst fand ich in diesem Jahr überraschend, wie mich das Pfingstfest berührt hat. So sehr, dass ich in einer bestimmten Situation auch gesagt habe, also da möchte ich mal wieder predigen. Bin ja sonst normal, also nur ehrenamtlich unterwegs. Aber das Pfingsten hat mich wirklich gepackt diesmal. Und zwar noch mehr als Weihnachten, noch mehr als Ostern. Denn Pfingsten hieß es, jetzt kommt es auf euch an. Die Lebendigkeit des Glaubens, das Brausen vom Himmel, ohne dass es nicht gehen wird. Und auch die Überwindung von Angst. Bis Pfingsten waren die Jünger verschüchtert, waren Angst, hatten sich versteckt, und als die Massen zusammen waren und nicht wussten, wie sie sich orientieren wollten, da stand Petrus auf und mal gesagt, was los ist. Und von daher finde ich, bei allen Zweifeln, bei all dem, was uns kleingläubig sein lässt, also wir haben schon Geschichten, wir haben schon einen Glauben, der uns hilft, und das gibt mir auch Hoffnung. Und von daher sage ich, Krise, klar, war alles schwierig. Und es gibt aber auch die Chance zu weiteren Entwicklungen und ja auch zu neuen Ansätzen. Und darauf hoffe ich jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Bischof Kopp, Sie haben das Wort. Ja, ich grüße Sie alle und danke auch Frau Lieberknecht für den Aufschlag. Das Thema, zu dem ich Ihnen jetzt sprechen möchte, ist jetzt kein Thema, das mich überrascht hat, auch wenn ich jetzt hier quasi der Ersatzmann für Petra Bahr bin. Und ich würde Ihnen dazu einfach ein paar Thesen, und habe mit Frau Holzmann vereinbart, dass ich diese Thesen jetzt auch einblende über den Bildschirm, damit vielleicht mal ein Methodenwechsel hier ist. Ja, also meine kurzen Gedanken, die Pandemie als Bewährungsprobe. Mein erster Punkt ist das Wesen einer Pandemie und die Möglichkeiten der Kirche in einer Pandemie. Aus meiner Sicht ist die Corona-Pandemie keine Zeit, in der die Kirchen in der öffentlichen Wahrnehmung stark punkten können. Die Kirche oder die Kirchen verlieren wie viele andere in der Krise ganz, ganz viel. Und die Kernaktivität der Kirche oder der Kirchen ist auch nicht die Krisenbewältigung in einer Pandemie.
Kirche hat Peter Bahr einmal sehr schön geschrieben, in einem ihrer Artikel ist keine Resilienzagentur im Umgang mit pandemischen Einschränkungen. Was mir schon auch wichtig ist, ist, Frau Lieberknecht hat jetzt einige Voten zitiert, es haben sich aber nahezu alle Landesbischöfinnen, alle Vertreterinnen der katholischen Kirche und viele andere aus dem Raum der Kirche zu den Belastungen der Pandemie auch öffentlich geäußert, in überregionalen, aber auch in regionalen Medien. Öffentlich durchgedrungen sind mit ihren Botschaften aber ganz stark die Fachleute für pandemische Einschränkungen, nämlich die Virologen, Mediziner, Psychologen, ja, zum Teil auch die Freizeitforscher und das Pflegepersonal, da könnte man andere auch noch nennen. Kirche hat aus traditioneller Sicht ja drei Dimensionen. Und diese drei Dimensionen, die changieren auch in der Diskussion über die Rolle der Kirche ganz stark, jetzt auch im Eingangsvotum bei den Voten, die Sie, Herr Thierse, zitiert haben. Da ist die öffentliche Dimension der Kirche, da ist die kirchliche Dimension von Kirche und da ist die individuelle. Die Öffentlichkeit hat die öffentliche Dimension der Kirche, wenn man es mal so sagen möchte, nicht vermisst. Viele Voten, viele Äußerungen von kirchlichen Amtspersonen wurden überhaupt nicht zitiert. In der öffentlichen Diskussion hat, Frau Lieberknecht hat darauf hingewiesen, aber die Vorrechte, die im Augen einer bestimmten Öffentlichkeit die Kirchen seit dem Mai 2021 2020 beim Thema Gottesdienst hatten, das hat stark die Diskussion, auch in den regionalen Diskussionen, aber auch überregional bestimmt. Neben der öffentlichen Dimension ist die kirchliche Dimension natürlich ganz stark in die Krise gekommen. Wir sprechen wirklich davon, dass vieles wurde lahmgelegt, dass das normale kirchliche Leben an den vielen kirchlichen Orten in Deutschland, aber nicht nur dort, ist lahmgelegt gewesen. Und gleichzeitig, Frau Lieberknecht hat darauf hingewiesen, gibt es auch, wie durch ein Wunder, einen richtigen kreativ-digitalen Modernisierungsschub. Der betrifft die ganzen digitalen Formate, der betrifft aber auch ganz bestimmte Bereiche der Spezialseelsorge, in der wir vorher schon gut unterwegs waren, in die wir jetzt aber noch in ganz besonderer Weise hineingegangen sind. Das betrifft auch die hohe Wertschätzung der offenen Kirchen. Da war es jetzt zum Beispiel bei uns in Bayern so, dass für unsere Staatsregierung klar war, auch im schärfsten Lockdown, die Kirchen müssen offen bleiben. Und die waren offen, viele von denen Tag und Nacht. Und es betrifft auch den Beitrag, den wir in den sozialräumlichen Netzwerken gegeben haben und viele andere. Die individuelle Dimension, also die dritte Dimension von Kirche, hat aus meiner Sicht durch die Pandemie noch einmal stark an Bedeutung gewonnen. Also die Kirche als Ort des persönlichen Kontaktes und der individuellen Begegnung. Und die persönliche Seelsorge, die ist nochmal richtig herausgearbeitet worden als Haupterwartung an Kirche und an die kirchlich Handelnden. Dazu gibt es eine ganze Reihe an Befragungen. Mein zweiter Punkt ist das sogenannte Versagen der Kirche. Ganz stark immer abgehoben auf die Begleitung der Einsamen und Sterbenden, auch immer wieder der Kinder und Jugendlichen. Und ich möchte einfach nochmal an das Frühjahr 2020 erinnern. Frau Lieberknecht hat es gerade schon gesagt, eine Krise ist eine Krise. Und Sie hatten heute Morgen Herrn Spahn zu Gast. Wir werden uns viel vergeben müssen. Das ist ja ein richtig kirchliches Thema. Und es trifft auch die kirchlich Handelnden. In einer Krise werden Fehler gemacht. Und ich denke, dass viele Fehler gemacht haben, auch wir im Raum der Kirchen. Und es ist ein notwendiges Selbstbekenntnis, dem wir uns auf jeden Fall stellen. Ich erinnere einfach nochmal an das Frühjahr 2020, wo die Begleitung von Sterbenden so stark abgewogen wurde gegen das unidentifizierte Infektionsgeschehen. Enorm viele Fakten waren am Beginn der Pandemie vollkommen unklar. Und wir alle haben, Herr Spahn hat heute Morgen darauf hingewiesen, auch viel dazugelernt in dieser Zeit. Wenn Sie sich das Hans-Lilje-Heim in Wolfsburg im März 2020 mit dem großen Spiegelbericht Ende März 2020 in Erinnerung rufen, 150 Bewohnerinnen, 72 infiziert Ende März, 47 sind letztlich gestorben. Sterbebegleitung und Seelsorge, das unterscheidet mich in der Wahrnehmung allerdings von Ihnen, Frau Lieberknecht, war an vielen Orten möglich. Was wir bedauern, ist, dass es nicht
überall durchgängig war. Aber seit dem Mai 2020 war es zum Beispiel in meinem Verantwortungsbereich durchgängig möglich, Sterbende zu begleiten. Unzählige Impulse wurden gegeben zum Thema Einsamkeit und Umgang mit dem Alleinsein. Die sind bei uns ganz stark entstanden. Auch ganz viele neue Gesprächsangebote für die Frage, was hat die Pandemie mit mir gemacht? Online, aber inzwischen auch schon wieder vor Ort. Wir haben ganz viele Hinweise gegeben und die werden auch weiterzugeben sein und zu handeln zu sein bei dem Thema Traumata durch die pandemischen Einschränkungen. Mich bekümmern da ganz stark die Jungen, aber mich bekümmern auch die alten Menschen, die so allein geworden, gelassen worden sind. Und auch viele Aktionen sind nötig und sind gestartet für die Begleitung. Ja, und auch das Eintreten für die Belange von Kindern und Jugendlichen war jetzt im Raum der Kirche und gerade auch im landespolitischen ein ganz wesentliches Thema. Wenn wir noch auf die Krise der Kirche, ist mein vorletzter Punkt, da ist mir wichtig, dass wir den Außenblick und den Innenblick, darum geht es ja heute auch, beides in den Blick nehmen. Aus meiner Sicht ist die Selbstverständlichkeit der Kirchen als wesentlicher gesellschaftlicher Player in der Corona-Krise noch mal stärker unter Druck gekommen. Wir haben eine tiefgreifende Krise der transgenerationalen Weitergabe des christlichen Glaubens seit vielen Jahren. Das ist auch verstärkt. Der christliche Glaube verdunstet, verschwindet, ist nicht mehr da an vielen Orten, an denen er Jahrzehnte, Jahrhunderte selbstverständlich war. Und der enorme Rückgang der Mitglieder aufgrund von Austritten und demografischen Entwicklungen führt natürlich zu tiefen Einschnitten in den finanziellen Möglichkeiten der Kirchen, die aber gleichzeitig aufgrund ihrer starken Vergangenheit hohe finanzielle Verpflichtungen haben im Bereich ihrer Ressourcen, im Bereich des Personals, im Bereich der Immobilien, im Bereich auch von vielen anderen Punkten. Wenn wir nach innen schauen, dann erlebe ich und erleben ganz, ganz viele, Frau Lieberknecht hat dankenswerterweise auch davon erzählt, eine enorme Lebendigkeit der kirchlichen Orte und derer, die an diesen kirchlichen Orten handeln. Das sind tausende Ehren- und Hauptamtliche in Deutschland, zigtausende, die persönlich, lebendig und spirituell Kontakte und Netzwerke organisieren. Wenn ich dann die Nutzlosigkeit, die Sie, Herr Thierse von Sloterdijk, zitiert haben, wende gegen diese Menschen und ihr Engagement, dann ist mir nicht bange. Ich erinnere auch an die Tausenden von Mitarbeitenden kirchlicher Wohlfahrtsverbände in der Bundesrepublik, die auch im Lockdown in den Pflegeeinrichtungen, in den Kliniken an der Seite der Einsamen und Sterbenden waren, jeden Tag und jede Nacht. Auch die brauchen Zuwendung. Gottesdienste als wichtiger Ort für den Trost und für die Stärkung von Personen wurden von der Politik in ganz Deutschland anerkannt. Auch die große Verheißung, die großen Verheißungen, vertrauen zu können, gerade in einer Krise, gerade in einer Pandemie, gehört dazu. Mein letzter Punkt, Kirche in, vor, nach der Pandemie, Krise aller Orten. Ich möchte auf vier Zukunftsbilder von Kirche, die mich leiten, hinweisen. Die enormen gesellschaftlichen und weltweiten Transformationsprozesse, die jetzt durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt wurden, verändern die Kirchen in Deutschland massiv. Mein Zukunftsbild 1, Religion steht, seit es Religion gibt und Religion wird es, solange es Menschen geben. Religion steht für das Besondere, für die Durchbrechung des Normalen, die Unterbrechung und die Transzendenz. Und das weiter zu pflegen und zum Leuchten zu bringen, ist Aufgabe der Kirchen. Zukunftsbild 2, mir ist wichtig, dass wir mit deutlich weniger Personal, das wir in Zukunft haben werden, diese Dimensionen der Durchbrechung des Normalen gut abbilden und es profiliert und konzentriert tun, vielleicht da auch in Zukunft profilierter und konzentrierter. Mir ist als Zukunftsbild 3 sehr wichtig, dass wir die Großzügigkeit und das Weite der Herz der Volkskirche, das für mich die katholische große Kirche und auch unsere evangelischen kleineren Kirchen kennzeichnen, dass wir das erhalten. Und ein viertes Zukunftsbild, dass wir anfangen, auch im Raum der Kirchen, unsere große Suche, ja manchmal ist es wie eine Sucht nach Harmonie, zu überwinden und sogenannte Konflikte zu gestalten. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen jetzt auch für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.
Ich weiß nicht, Frau Lieberknecht, ob Sie sofort darauf reagieren sollen oder ob ich erst mal mit meinen Fragen dazwischengrätschen soll. Vielleicht haben Sie Lust, erst mal darauf zu antworten. Also ich kann nur sagen, was mich jetzt am meisten interessieren würde, weil ich denke, die Vergangenheit der letzten 15 Monate ist Vergangenheit. Aber das, was uns in Zukunft wirklich weiterbringt, die Zukunftsbilder fand ich von Ihnen, Herr Kopp, wirklich sehr interessant. Und da würde mich, ohne den Fragen von Herrn Thierse vorgreifen zu wollen, nur mal so als Diskussionsrichtung für mich schon weiter interessieren, wie man das hinkriegt. Die Großzügigkeit der Volkskirche, das ist etwas, was ich immer auf dem Dorf lebend, das ganze Dorf gehörte immer dazu mit allen, die da waren, den Ganoven und Gaunern, wie den wirklich ganz frommen Kirchenleuten, wie man diese Großzügigkeit erhält, was gewisse Strukturen braucht. Und dann aber dieses profilierte, fokussierte, mit weniger Personal sozusagen auch als Kernkompetenz von Kirche aufzugreifen, da wo es um die transzendenten Erfahrungen geht, wo Menschen abholbar sind. Also das wäre für mich eine wirklich tolle Spannung, wenn man das hinkriegen kann. Im Osten bei noch 20% in etwa Christen. In Bayern sieht das ganz anders aus, deswegen hatten Sie wahrscheinlich auch, aber ab dem Lande schon und wenn man dann die Katholen noch dazu nimmt. Okay, also das nur mal so als Diskussionsrichtung. Ich würde jetzt weniger Gefechte der Vergangenheit führen wollen, als gemeinsam in diese Zukunft zu blicken. Ja, ich glaube ja nicht, dass die Vergangenheit schon vergangen ist. Wir sind noch nicht zu Ende mit der Pandemie. Und noch nicht alle Erfahrungen sind buchstabiert. Deswegen haben wir ja unsere Tagung eine Zwischenbilanz genannt. Ne? Aber vielleicht gehen Sie wirklich darauf mal ein, weil mich das auch überrascht hat, auch vor dem Horizont. Ich habe so etwas wie Volkskirche nie erfahren. Es gab sie nicht. Eine katholische Volkskirche gab es nicht in der DDR. Und die evangelische Volkskirche, ich bin ja in Thüringen aufgewachsen, ist nach und nach zu Ende gegangen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie Sie sozusagen das erläutern können. Welche Großzügigkeit meint Sie? Das ist ja nicht die, kann ja nicht die der Zahlen sein. Es kann ja keine quantitative Großzügigkeit sein, sondern es muss ja eine bestimmte Haltung sein. Ja, aber ich finde, dass Frau Lieberknecht das in ganz charmanter Weise gerade gesagt hat. Aus meiner Sicht gab es diese Volkskirche auch in Thüringen vor 1989, bei den Menschen, die ich dort kennengelernt habe. In Thüringen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ich kenne mich aber ganz gut aus in Mecklenburg, weil wir dort verschiedene Partner, also Bayern, alle oder viele Landeskirchen waren miteinander verbunden. Und die Menschen, die ich in Mecklenburg kennengelernt habe, das waren ganz wenig Menschen mit engem Horizont. Das waren also im Raum der Kirche, Kirchenvorsteherinnen, Pastorinnen und Pastoren, das waren Menschen mit einem weiten Herz und einem wachen Verstand, die aus den Möglichkeiten, geringen Möglichkeiten, die sie oft auch finanziell hatten, unglaublich viel gemacht haben, wo unglaubliche Ehrenamtskreise waren. Menschen, die auf andere zugegangen sind. Sie haben das ganz wunderbar gerade gesagt, Frau Lieberknecht, in den Dörfern, aber auch in den Städten. In Rostock hatten wir eine Partnergemeinde, wo ich überrascht war, was die evangelische Gemeinde beitragen konnte zum Leben in den Stadtquartieren. Das meine ich mit Volkskirche. Das ist nicht der Anspruch, das ganze Volk, also vielleicht mal das zur Definition, ist christlich, sondern der Raum, in der Gestaltungsraum ist der Raum, an den wir gewiesen sind. Und das sind die Menschen, die sich zu unserer Kongregation zählen, aber es sind auch die Menschen, die in diesem Gestaltungsraum Leben gestalten wollen. Der christliche Glaube hat ja einen sehr universalen Anspruch. Der meint, das, was wir aus unserem christlichen Glauben herausziehen, kann allen Menschen gut tun. Und in diesem Sinne Gutes miteinander erleben, Gutes miteinander gestalten für die Schöpfung, für die Welt, in der wir jetzt zusammen leben dürfen, das wäre mein Anspruch. Wenn ich auf das an, oder das erwarte ich auch von den Menschen, die bei uns mittun und mitarbeiten. Wenn ich jetzt auf das gehe, was Frau Lieberknecht sagt, unsere Kirche wird deutlich ehrenamtlicher werden. Und die Herausforderung der viel, viel weniger Pastorinnen und Pastoren, die haben wir aus finanziellen Gründen, die haben wir aber auch aus demografischen Gründen, weil wir in den 25er, 30er Jahren sehr viel weniger Hauptamtliche haben werden. Das trifft jetzt aber nicht nur die Kirche,
das trifft uns alle in Deutschland, jedes Unternehmen, jede Organisation, dass sehr viel weniger Menschen in aktiven Berufen sein werden, dann brauchen wir diese Pastorinnen und Pastoren, aber auch die Diakoninnen und Diakone, Gemeindereferentinnen im Training für die Menschen, die sich vor Ort engagieren wollen, für was auch immer, für Nachbarschaftshilfe, für karitative Tätigkeiten, aber auch für Gottesdienste oder für Dinge, die für Seelsorgekreise, für Trauercafés. Und das wird ganz stark diese Aufgabe sein. Das wäre so mein Ding, diese Großzügigkeit zu erhalten, dass wir versuchen, dieses ehrenamtliche Netzwerk, wir leben von Ehrenamtlichen. Es gibt keine Kirchengemeinde, die leben könnte von Hauptamtlichen. Das noch viel stärker auszubilden und viel mehr Aktivität hineinzulegen in die hervorragende Begleitung von Menschen, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Ich will mal ein Stichwort aufnehmen und fast polemisch mich darauf beziehen. Es ist zitiert worden, Herr Kopp, Sie haben es zitiert, Petra Bahr, der Satz, es ist eigentlich Kernaktivität der Kirche, Krisenbewältigung in einer Pandemie zu betreiben. Kirche sei keine Resilienzagentur. Polemisch gefragt, ist das nicht eine sehr defensive, ja resignative Feststellung, die verbirgt, dass man selbst der eigenen Institution keine Kraft mehr zumisst für Lebensdeutung. Und Lebensdeutung heißt ja, in den zentralen Lebensvollzügen, gerade dann, wenn sie in die Krise kommen, wenn sie in Frage stehen, wenn sie nicht mehr selbstverständlich sind, so etwas anzubieten wie einen Sinn, wie Kraft, wie Ermunterung, Ermutigung. Muss die Kirche nicht doch so etwas sein, wie eine Agentur, die Menschen hilft, Lebensprobleme zu bewältigen? Denn das wollen wir doch, oder sollte das allein der Wissenschaft, der Psychologie, der Politik und wem auch immer, welchen Gurus auch immer, überlassen werden? Also aus meiner Sicht, ich habe jetzt nicht mit Petra Bahr darüber gesprochen, weil es zu spontan war. Aus meiner Sicht war, sage ich mal, vermischen Sie jetzt in Ihrer Frage genau diese Dimensionen von Kirche. Sie haben jetzt gesagt, es müsste die öffentliche Dimension, also ich unterstelle Ihnen das jetzt einfach mal, das müsste die öffentliche Dimension von Kirche sein, eine Resilienzagentur, die dann auch groß spricht und von öffentlich auch wahrgenommen wird und Krisenbewältigung deutet. Da sieht man aus meiner Sicht den starken Rückgang der öffentlichen Wahrnehmung, der beiden Großkirchen, dass diese Äußerungen, da gab es sehr, sehr viele Äußerungen unseres Landesbischofs, von Frau Bahr, von verschiedenen, die Hamburger Bischöfin hat sehr oft darauf hingewiesen, das wurde kaum rezipiert. Das, was Sie sagen, da würde ich von ganzem Herzen sagen, nur und so. Kirche ist eine Resilienzagentur genau für so eine Krise, aber das ist ganz stark bezogen auf die individuelle Dimension von Kirche. Und das hat 100% funktioniert, oder sagen wir mal nicht 100%, aber zu 95% funktioniert. Die Pastorinnen und Pastoren, auch die Ehrenamtlichen vor Ort, unsere Klinikseelsorgerin, überall dort, wo dieser, und da sind wir ja stark, in diesem persönlichen Kontakt, in der Vier-Augen-Beziehung, da sind wir stark. Telefonseelsorge, extreme Zunahme. Das sind ja Vier-Ohren-Kontakte. Da sind wir stark. Das wird nur öffentlich, hat es keine Relevanz oder wenig Relevanz. Und von daher glaube ich, da müssen wir die Ebenen einfach unterscheiden. Bei dem anderen bin ich ganz d'accord, wenn wir das beziehen auf den individuellen Einsatz, dann mag ich dieses Wort Resilienzagentur für die einzelne Person. Und ich sage auch, das ist Wirklichkeit. Das ist auch Wirklichkeit in meinem Berufsleben. Das passiert jeden Tag. Ja. Frau Lieberknecht, ja? Ja. Also was mich stört dabei ist überhaupt dieser Name Agentur. Agentur ist sowas ja innerweltlich rein Machbares. Das kann ich mit Kirche einfach nicht verbinden, weil wir doch immer irgendeine Kraftstärkung haben noch außerhalb von uns selbst. Deswegen würde ich diesen Begriff Agentur erstmal wirklich zur Seite legen und
Der bedient so das Verständnis, was Menschen haben von Institutionen, die nützlich sind in dieser Welt. Und Kirche hat eben auch immer noch was, was nicht von dieser Welt ist, bei allem weltlichen Engagement natürlich für den Nächsten. Und Glauben muss immer Dienst am Nächsten sein. Also ich will das mal mit den Worten, die gemacht wurden, ja, ich kenne da auch viel, aber trotzdem nicht einfach so durchgehen lassen, denn es gibt ja in allen Landeskirchen und auf allen kirchlichen Ebenen bis hin auch zum Kirchenamt in Hannover Öffentlichkeitsmitarbeiter, Pressesprecher, und wenn man mit einer Botschaft wirklich durchschlagen will, gibt es da auch Möglichkeiten, das schon noch kräftiger zu tun. Da muss man, also es ist viel gesprochen worden, ich habe das auch alles gefunden, irgendwo im Netz findet man auch immer alles, aber ich würde schon gern noch mal kritischer, dann bei aller Zukunftsgewandtheit, die ich angegeben habe, aber dann zumindest mal in der Binnenbetrachtung nachfragen, woran es gelegen hat, dass das nicht stärker hörbar war, dass nicht mehr Repräsentanten, dass auch in den, kann man nur halten davon, was man will, aber die Debatten waren eben auch von den bekannten Talkshows verbunden, wo ja die Virologen und ja auch Philosophen und alle möglichen eingeladen waren. Ja, auch unser Ratsvorsitzender war auch dort. Aber der entscheidende Satz, der mal wieder dann hängen geblieben ist, war die nicht konfessionell christlich gebundene Schriftstellerin Thea Dorn, die auf einmal den 1. Timotheus 2 zitiert oder 2. Timotheus 1, Vers 7 zitierte. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Besonnenheit. Und ja, vielleicht war es sensationell, dass das eine Nichtchristin sagt und ist deswegen transportiert worden. Und von dem Bischof hätte man es nicht gehört. Aber so ein bisschen nach den Ursachen, denke ich, sollte man dann schon auch fragen, denn Kirche lebt in unserer Gesellschaft auch mit und vom öffentlichen Wort. Richtig. Übrigens, diesen Timotheus-Satz, der stand vor einer Reihe von Kirchen in Berlin. Man konnte ihm gar nicht ausweichen. Ich habe ihn an vielen Stellen gelesen und es hat mich gefreut, weil ich nämlich der Meinung bin, die Kirche gibt sich selbst auf, wenn sie ihren Öffentlichkeitsanspruch aufgibt und nur sagt, die individuelle Dimension, das Gespräch, diese individuelle Seelsorge sei besonders wichtig. Es gibt auch das gesellschaftliche Selbstverständigungsgespräch. Gerade angesichts von Erschütterungen wird es intensiver. Und da sind erklärlicherweise Wissenschaftler jetzt wichtig gewesen, die immerfort die Aktualität bestimmt haben. Eine Reihe anderer Autoren, Schriftsteller, Politiker haben sich geäußert. Aber es ist auch wichtig, dass Bischöfe und Theologen sich äußern. Und ich erinnere, und deswegen ist meine nächste Frage von Heinrich Bedford Strom, stammt der Begriff, wir müssen auch über seelische Inzidenzen sprechen. Weil ja, das war ja eines, ist ja eines der Probleme, dass das gesellschaftliche Gespräch sich natürlich auf die medizinisch definierten Inzidenzen, also die Ansteckungen, die körperlichen Schäden etc. gesprochen. Aber die andere Seite ist ja zunächst einmal sehr deutlich vernachlässigt worden. Und da fand ich es richtig, Frau Lieberknecht hat es ja auf ihre Weise auch gemacht, darauf hinzuweisen, der Mensch besteht nicht nur aus seiner nackten körperlichen Existenz. Und das ist doch unter anderem auch eine Aufgabe von Kirchen, wo sie hörbar sein muss. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Herr Kopp, ich hoffe, Sie können mir zustimmen. Bei beiden Dingen kann ich Ihnen zustimmen. Also wenn man jetzt mal auf den öffentlichen Anspruch von Kirche hinweist, dann ist es, ja, also ich bin jetzt 1991, seitdem arbeite ich für diese Organisation mit großer Leidenschaft und mit ganz großer Freude. Und wenn ich wahrnehme, wie wir durchdringen mit unseren öffentlichen Äußerungen, dann meine ich schon, da eine sehr viel stärkere Zurückhaltung zu diagnostizieren. Das, was Frau Lieberknecht von Frau Dorn gesagt hat, das denke ich, das trifft eins zu eins zu. Das war eben das Überraschende. Und wenn der Ratsvorsitzende den Timotheusbrief zitiert, dann ist das eben nicht überraschend. Und das Überraschende ist eben interessant für die Öffentlichkeit. Ich erinnere an die große Diskussion um Papst Franziskus und Kardinal Marx. Aber der Anspruch, der ist wichtig.
Denn dieses Evangelium hat ja den Anspruch, das möchte er hinaus und es hat auch was zu sagen für, ja, für alle Gesellschaften, für überall dort, wo Menschen zusammenbringen. Und da bin ich auch bei Frau Lieberknecht. Ich denke auch, dass wir in der ganzen Frage, wie wir versuchen, auch eine so sich verändernde Öffentlichkeit und auch mit der ganzen Frage, wie sich die Medien verändern und da brauchen wir mehr Energie. Da kommen wir mit den Rezepten, die wir in der Vergangenheit hatten. Da gibt es einen Pressesprecher und der versucht eben, das wird nicht reichen. Das ist einer der Lernpunkte der Pandemie. Wenn wir Kirche Jesu Christi auch in der öffentlichen Dimension sein wollen, dann brauchen wir ganz viel Energie in diesem Raum. Wie kommunizieren wir auch in den öffentlichen Raum? Ja, und das andere mit den seelischen Inzidenzen, das ist natürlich etwas, was uns wirklich an Tausenden von Orten in Deutschland extrem beschäftigt. Was macht es auch wirklich mit den Individuen und dann damit abgeleitet natürlich auch mit der ganzen Gesellschaft? Da werden wir alle viel dafür leisten müssen, dass was dort für viele Menschen kaputt gegangen ist und das, was Trauer, die nicht betrauert werden konnte, Feste, die nicht gefeiert werden konnten. Jetzt ist bei uns ist gestern gerade, wurden die Abiturnoten vergeben und dann wollen alle hinaus bei diesen heißen Temperaturen und dann fährt die Polizei auf, weil es halt irre wird, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist. All diese Fragen, die muss man miteinander gut anschauen und was gibt es solche Orte? Bekommen wir gute Orte, an denen Menschen auch über das dem Ausdruck geben können, was sie in dieser Pandemie erlebt hat. Das halte ich für eine riesige gesellschaftliche Herausforderung, ist aber eine große Herausforderung auch für die beiden großen Kirchen. Frau Lieberknecht. Ja, worauf ich in dem Zusammenhang nochmal hinweisen möchte, ist, wir haben die Religionsfreiheit, wir haben unsere Kirchen als Körperschaften öffentlichen Rechts, die ihre eigenen Dinge regeln. Wir haben aber nach unserer verfassungsrechtlichen Stellung ja auch den Artikel 140, der diese Kooperation auch mit Staat und Kirche noch einmal gesondert regelt. Und den ich immer so interpretiert habe, jawohl, wir haben unsere Rechte, Freiheiten, es gibt das Vertrauen gegenüber vom Staat, gegenüber der Kirche, dass wir unsere Dinge ordentlich klären. Aber gibt es nicht auch eine Bringepflicht letztlich zu den gesellschaftlichen Debatten und zu staatlichem Handeln in Gremien, die auch extra dazu ja einberufen sind, die existieren, wo sich ganz bewusst Theologen mit theologisch-kirchlicher Expertise auch einbringen. Wir haben es im Ethikrat, ja, Professor Dabrock war ja lange Vorsitzender, Peter Bahr hätte heute auch sicher für den Ethikrat mitsprechen können, aber da hatte ich auch nicht das Gefühl, jetzt bei der Bundeskanzlerin in dieser Epidemiezeit oder Pandemiezeit, dass da viel kirchlicher Rat tatsächlich an den Stellen, wo man ihn auch hätte erwarten können, und das hätte jetzt auch nicht immer öffentlich sein müssen, sondern auch durchaus hinter geschlossenen Türen. Ich kenne es die Bayerische Landeskirche nicht so im Einzelnen, wie es da gehandhabt wurde. Ich weiß von Bischof Meister Hannover, die hatten sowas, wo Kirche von Anfang an auch im Krisenstab dabei war, im Pandemiestab. Aber wie das so insgesamt aussieht, ich glaube, da gibt es auch noch, wie man so sagt, Luft nach oben. Ja, wie ist denn das Nachdenken in den Kirchen über die Erfahrung, die man in der ersten Phase der Pandemie gemacht hat? Man hat sich sofort der Forderung gebeugt, keine Gottesdienste, kirchliche Aktivitäten deutlich verringern. Ich hatte den Eindruck, aus Angst davor, dass man plötzlich als privilegiert dasteht, dass man irgendwelche Sonderrechte genießt. Dabei dachte ich, Religionsfreiheit ist kein Privileg. Man wollte nicht besonders sich nicht unterscheiden. Ist das erschreckend darüber, dass das so gut funktioniert hat? Ich verstehe ja, dass das ein Dilemma war. Wenn man das macht, zeigen die anderen auf die Kirche, der Kultur geht es schlecht, die haben Sonderrechte. Und wenn man, sie ist da besonders folgsam und brav und staatstreu, ist der andere Vorwurf, wenn man sich dem beugt. Aber Herr Kopp, Sie haben gerade gesagt, Religion steht für das Besondere. Und eine Kirche, die in dieser Hinsicht nicht aneckt, die nicht etwas Besonderes bleibt, auch in der Art, wie sie agiert, die ist ja nicht mehr sonderlich sichtbar und wichtig. Also diese Erfahrung, die ja auch Frau Lieberknecht, ich habe das gut verstanden, als sie sagt, jetzt übertreibt sie, aber dann dachte ich nach, ja, das muss doch ein Erschrecken über die Kirche selber sein.
sich so zu beugen, um dann im zweiten Gang zu sehen, da ist doch was falsch gelaufen. Herr Kopp. Ja, ich muss mir nur überlegen, wo ich anfange. Sie haben das Wort so, ich hänge jetzt an dem sofort gebeugt. Ja, lassen wir das Wort sofort weg. Da stecken so interessante Deutungen schon drin. Das waren harte Diskussionen, das kann ich Ihnen jetzt wirklich sagen. Ich sage es jetzt mal für unseren kleinen Staat hier im Süden der Republik. Ich weiß das aber aus Hannover, Niedersachsen ganz genauso, das weiß ich aus jedem Bundesland. Das waren ganz harte Diskussionen, die wir geführt haben, und zwar vom ersten Moment an. Und wir hatten, glaube ich, fast 8 Stunden eine Sondersitzung unseres Leitungsgremiums, ob wir dem zustimmen. Einfach nochmal zur Erinnerung, Frau Lieberknecht hat meint ja, wir müssen nach vorne schauen, aber ich merke auch, meine Menschen beschäftigt sehr stark diese Vergangenheit. Einfach nochmal zur Erinnerung, wir wussten alle nichts so Anfang März 2020, wie sollte es weitergehen? Dann war da so eine Frankfurter Freikirche, in der quasi durch einen Gottesdienst 80 Personen mit Corona-Infektion hatten. Und da sind wir alle sehr ängstlich geworden, keine Frage, vielleicht zu ängstlich, und haben dann nach langem Ringen gesagt, okay, wir werden an Ostern, jetzt bei uns in Bayern, das war ja nicht überall in der Bundesrepublik so, keine Gottesdienste feiern, weil wir verhindern wollen, dass so etwas wie in Frankfurt auch in einer unserer Kirchen passiert. Weil damals schon klar war, in den Innenräumen ist es extrem gefährlich durch die Aerosole. Und wir haben aber die ganzen Wochen intensiv, also bei uns jetzt in Bayern, aber das haben ja alle Landeskirchen gemacht, mit den Regierungen diskutiert. Und deshalb, ich sage es jetzt mal ganz offen, wir haben auch wirklich diesen Staatskirchenrechte da immer in Anschlag gebracht, die Sie, Frau Lieberknecht, angesprochen haben. Und deshalb wurden am 10. Mai bei uns jetzt hier in Bayern, also gute 5 Wochen später, haben wir wieder Gottesdienst gefeiert. Weil eben erstens die Religionsfreiheit und zweitens, und das muss ich jetzt wirklich auch, sage ich auch nochmal Ihnen, Frau Lieberknecht, bei unserer Regierung war klar, also nicht bei allen Regierungsmitgliedern, aber bei vielen, das, was wir da anbieten mit den offenen Kirchen, mit diesen Trostveranstaltungen, mit der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, das brauchen wir gerade in der Pandemie. Und das war ein starkes Argument. Und das würde ich jetzt auch sagen. Ich gehe leidenschaftlich gerne ins Theater. Aber das, was dort im Gottesdienst passiert, ist schon noch mal was anderes für den Einzelnen. Und das ist ganz stark durchgedrungen. Und gleichzeitig würde ich jetzt schon auch sagen, wir waren nicht im Krisenstab in Bayern. Wir haben da große Schwierigkeiten gehabt, haben bis zum heutigen Tag, wir kriegen sofort Antworten, aber einen Termin in der Staatskanzlei zu bekommen, ist schon eine Herausforderung. Darum müssen wir ringen, dass unser Beitrag zum Ganzen wichtig ist. Damit Sie mich nicht missverstehen, ich will gar keinen Vorwurf machen. Ich beschreibe nur die schwierige Situation, einerseits nicht auf eine unangenehme Weise eine Sonderrolle spielen zu wollen, das verstehe ich, und andererseits doch darauf verwiesen zu sein, eine Sonderrolle spielen zu müssen als Kirche. Das ist die Spannung. Ich will es mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Ich habe vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr an die beiden Vorsitzenden, an Bedford Strom und Betzing, einen Brief geschrieben und gesagt, die Kirchen sollten doch überlegen, ob sie und wie sie einen öffentlichen Vorgang, ich sage es mal ganz neutral, machen, des Bekundens von Trauer und Mitleid mit den Toten und den vielen Opfern, den Leidenden der Pandemie. Das sei doch eine Aufgabe der Kirche. Es kam eine Antwort, ja, das sei ein interessanter Gedanke, es folgte ihnen daraus nichts. Und bei einem anderen, das wäre sozusagen etwas Eigentümliches, die Toten hervorzuheben gegenüber den vielen anderen. Und dann erlebe ich und begrüße es, dass der Bundespräsident Steinmeier dann diese Anregung aufgegriffen hat und jetzt eine Veranstaltung stattfand, erstens in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, eine kirchliche Veranstaltung, und eine sozusagen außerhalb des kirchlichen Raums. Ich will Sie verlocken zu einem Kommentar. Ist das nicht eine Aufgabe von Kirchen? Und ist das andere nicht ein zivilreligiöser Vorgang des Staates, auf den die Kirchen mit Respekt oder gar mit Neid schauen?
Also ich weiß von Ihrem Brief, weil das auch bei uns im Leitungsgremium intensiv diskutiert wurde. Und wir haben ja im Moment eine wunderbare Situation, die hatten wir schon vor dem Leiter der deutschen Chef der Deutschen Bischofskonferenz mit unserem Kardinal, haben wir jetzt mit Bischof Betzing ja wieder so eine ganz fantastische Zusammenarbeit der beiden großen Kirchen hier in Deutschland. Und deshalb weiß ich, dass Bischof Betzing und unser Ratsvorsitzender oder unser Landesbischof in ganz engem Kontakt waren, auch über ihren Brief intensiv miteinander gesprochen haben und dann Kontakt aufgenommen haben mit dem Bundespräsidialamt. Und jetzt ist ja als für den Raum der christlichen Kirchen auch schon ein Geschenk, dass der Bundespräsident ja dem Grundgedanken beider großen Kirchen extrem verbunden ist. Und für ihn war klar, lasst uns das zusammen machen. Aber es jetzt zu dem Zeitpunkt, als Sie den Brief geschrieben haben, war aus Sicht dieser Denkrunde der Termin noch nicht. Aber seitdem ist dieser Gedanke intensiv diskutiert worden. Und jetzt einfach vielleicht einfach dazu auch nochmal, gab ja jetzt quasi in allen Ländern solche Veranstaltungen. Und es wurde ganz oft versucht, das zusammen mit den Kirchen zu machen. Also auch die Staatsregierungen oder die Regierungen der Landesregierungen sind auf uns zugegangen. Also ich denke, das wäre jetzt wieder zu dem, was Frau Lieberknecht vorhin gesagt hat. Ein schönes Beispiel fand ich jetzt diesen Akt am 18. April. Danke Ihnen nochmal, Herr Thierse, für die Anregung auch. Das war wichtig. Frau Lieberknecht. Ja, also ich will es mal ein bisschen weiterfassen. Also es gibt unbestreitbar für jeden Menschen, manche mehr, manche weniger, auch eine religiöse Dimension. Und auch die Ereignisse, ich habe es ja eingangs geschildert, die Corona-Pandemie hat für die Menschen auch eine religiöse Dimension. Das Bedürfnis nach Transzendenz ist da. Es ist nur die Frage, wer füllt es? Bisher haben die Kirchen das gemacht, selbstverständlich. Aber da, an den Stellen, wo Kirche nicht zur Verfügung stehen, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht wahrgenommen werden, aus welchen Gründen auch immer, finden sich andere Akteure, die entweder Begriffe, ich habe es auch mal ein Beispiel von Trost gemacht, Bischof Kopp, wenn Sie unser gemeinsames evangelisch-lutherisches Gesangbuch von Thüringen und Bayern anschauen, das jetzt auch, glaube ich, schon bald 30 Jahre existiert, gibt es einen großen Unterschied zu unserem Vorgängergesangbuch, da gab es noch eine Rubrik Gottvertrauen, Kreuz und Trost. Und ich hatte Anlass, mal über Trost nachzudenken, suchte meine alten Trostlieder. Und in dem Gesangbuch, zwar schon seit 30 Jahren jetzt, ist die Rubrik weg. Da frage ich mich natürlich, warum. Es gibt das Bedürfnis. Es ist auch jetzt aktuell wieder Thea Dorn, die hat ein Briefband geschrieben, Trost als Überschrift. In meinem Gesangbuch Kirche fehlt. Heißt nicht, dass die Lieder nicht mehr da sind, aber man findet es nicht. So, und dann diese religiöse Dimension. Ich habe ganz am Anfang meiner Vikariatszeit gelernt, es gibt zwei Situationen, das sind für die Menschen, ist für die Menschen der Himmel offen. Geburt und Tod. Sehen Sie, dass Sie dabei sind. Und dann können Sie Brücken bauen. Und dann können Sie Gemeindearbeit wirklich, ja, auch durchaus volksmissionarisch, volkskirchlich im besten Sinne aufbauen. Ja, also wenn Kirche das nicht mehr wahrnimmt oder nicht genügend wahrgenommen wird, wenn es ein offensichtlich doch größeres Bedürfnis gibt, als Kirche ausübt, dann finden Sie andere Akteure. Ich bin auch dem Bundespräsidenten dankbar, dass er das gemacht hat. Ich finde es auch eine gelungene Feier gewesen, Gedenkveranstaltung. Aber es wirft natürlich schon Fragen auf, wer übernimmt in diesem Land noch welche Rolle. Das war bisher ganz klar geklärt. Sinnstiftende Angebote sind bei den Kirchen, auch bei Kultur, also diesen bekannten, dem Staat vorgelagerten Institutionen. Und Staat hat halt für Recht und Ordnung und für die politischen Dinge, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Gesellschaft zu sorgen. Und da könnte auch der Eindruck entstehen, dass da was verschwimmt. Ich bin ein Freund, auch bei aller Großzügigkeit, aber doch von klaren Ordnungen und Orientierungen. Deswegen finde ich das nicht so ganz lapidar, was da passiert ist. So, Herr Hahn, was spielt sich im Chat ab? Ja, ich würde mich gern einklinken in die Debatte, Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt, das wir heute ja auch schon hin und wieder diskutiert haben.
Corona-Krise gleich Kirchenkrise, Fragezeichen, Corona-Krise gleich Krise unserer Gesellschaft, des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Also es ist jedenfalls ein Stresstest, der alle unsere Strukturen auf die Probe stellt. Und ich würde gern an Sie beide so die Frage weiterreichen, wie Sie die Entwicklung unserer Gesellschaft unter den Corona-Bedingungen sehen. Wir hatten heute früher auch mal die Frage, wie ist es mit Zunahme von Rechtsradikalismus, Antisemitismus, Rassismus? Da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Man kann sagen, die Demokratie ist gefestigt als solche. Es gibt aber auch viele, die daran Zweifel haben, dass Kräfte im zweiten, dritten Anlauf vielleicht von dieser Krise gewinnen können. Interessant wäre von Ihnen, Frau Lieberknecht, zu sehen als ehemalige Ministerpräsidentin, wir sind in einem Wahljahr, Bundestagswahl, wie Sie den Corona-Faktor da sehen und an Herrn Kopp sozusagen die Frage, wie positioniert sich die Kirche beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt jetzt in der Corona-Krise? Wo sind da auf politischer Ebene die Hauptthemen, Herausforderungen? Ist das Rechtsradikalismus? Ist das Rassismus? Oder ist es vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema? Professor Nida Rümelin hatte vorhin von Demokratie und Gerechtigkeit gesprochen, also dass die Demokratie die Gerechtigkeit sichern muss. Wenn ihr das nicht gelingt, dann kann das für Sie auch bedrohlich sein. Also alles Themen, die Ihnen vielleicht Anknüpfungspunkte geben, wo auch immer Sie ansetzen mögen. Ja, wenn ich anfange. Ja, bitte, Frau Lieber. Ja, also ja, Corona, die Corona-Situation hat natürlich Situationen und auch Debatten, die wir haben, einerseits verschärft, andererseits zeigen aber alle seitdem stattgefundenen Wahlen, waren ja in verschiedenen Ländern Landtagswahlen, dass die Regierenden aber durch ihr Regierungshandeln in der Corona-Krise doch gestärkt worden sind. Und auch die Umfragen haben ja regelmäßig am Anfang mehr, dann so mit dem neuen Jahr 21 und der ganzen Impfsituation, was sich aber jetzt auch wieder entspannt, gab es dann schon kritischere Stimmen. Aber insgesamt hat das exekutive Handeln doch von vielen Bürgerinnen und Bürgern eine große Zustimmung erfahren und hat sich eher im Blick auf die politisch Handelnden als ein Stärkungsfaktor erwiesen. Von daher habe ich auch für die Bundestagswahlen jetzt nicht eine Corona-bedingte Sorge. Sorge mache ich mir, dass, wenn man das mal durchdekliniert, Debatten verschärfen sich, Unterschiede verschärfen sich, auch man einen noch stärkeren Keil in diese Gesellschaft kriegt zwischen denen, die Corona-bedingt verloren haben, die auch ihre Existenzen zum Teil auf dem Spiel standen oder noch immer stehen, oder ja auch Familienbetriebe beispielsweise, die ja immer so zu den Säulen auch einer intakten Zivilgesellschaft gehören, ihre Produktion nach etlichen Generationen einstellen mussten oder ihre Betriebe, und wir eine doch signifikante Verlagerung haben hin zu Großkonzernen, wenn man sich die ganzen DAX-Unternehmen anguckt. Und klar, also Lufthansa geht es auch nicht so gut, aber man hat schon gerade im Handel, im Dienstleistungssektor einerseits Riesenkonzerne gewonnen. Stichwort, damit geht natürlich auch örtliche Verantwortung verloren, örtliches ziviles Handeln, Gestaltungskraft geht verloren, und das geht hin in eine digitale, anonyme Welt, was an Kräften unserer Gesellschaft entzogen wird damit auch. Also da habe ich Sorge, und ich finde, das muss man auch mal genau bilanzieren, was da eigentlich passiert ist. Wo sind die Gewinner und wo sind die Lasten geblieben? Und für mich sind aber auch in beeindruckender Weise Lasten geschultert worden. Aber insgesamt, meine ich, ist der Gesellschaft doch eine Menge Kraft auch entzogen worden. Und deswegen also keine Sorge für die Wahlen. Wir werden ein demokratisches Wahlergebnis haben, mit dem man sicher auch hoffentlich dann gut bei allen Schwierigkeiten, sind uns gemeinsam in Erinnerung bei der letzten Regierungsbildung, aber denke ich, zu Mehrheiten in Deutschland kommt. Nur diese andere Frage, die treibt mich eben auch um dabei. Herr Kopp. Ja, vielleicht drei kurze Punkte zu dem, was Frau Lieberknecht gerade gesagt hat.
da besetzen auf einmal andere unsere Themen, halte ich für einen sehr wichtigen Hinweis. Bisher sind wir immer davon ausgegangen, wir sind die Spezialisten für Trost und für Zuversicht und Vertrauen oder auch Spezialisten für die Klage und für die Trauer. Aber auf einmal sind da andere auch richtig gut unterwegs. Also von der Reaktion braucht von Kirche mehr Aktion. Das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis, wollte ich nur mal unterstreichen. Zu den Fragen, die Sie, Herr Hahn, gestellt haben. Ein wichtiger Punkt bei dem Thema, wie hat sich die Gesellschaft unter Corona-Bedingungen verändert oder weiterentwickelt, ist für mich das Thema Einsamkeit und Alleinsein. Da sind wir stark, weil wir ganz, ganz viel in der Einzelbeziehung gemacht haben. Aber da habe ich große Sorgen, wie das weitergeht mit der Vereinzelung, mit der Singularität von Menschen und dass die dann so ganz, ganz in sich versinken. Da hat eben jeder Lockdown führt noch mehr zu Vereinzelungen von Menschen, die sowieso schon einzeln leben. Dass wir da gesellschaftlich da den Augenmerk drauf haben, was passiert mit den Menschen, die komplett allein sind, das halte ich für einen wichtigen Punkt. Und beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, ich meine, dass das Thema Antisemitismus und Rechtsradikalismus ganz viel Aufmerksamkeit braucht. Wenn ich mit meinen jüdischen Freunden und Kolleginnen spreche, da sind ganz, ganz viele Sorgen da, wie das bei uns weitergeht und wie da die Radikalisierung zunimmt und was können wir auch als wichtige gesellschaftliche Partner da miteinander tun. Und ich halte auch für den Punkt, wer sorgt eigentlich für den gesellschaftlichen Ausgleich? Das ist ganz klar eine staatliche Aufgabe. Wird die genug wahrgenommen? Ist die genug im Blick? Wer sorgt dafür, dass diese Ausgleichsprozesse, wo viele Menschen das Gefühl haben, das ist nicht ausreichend für meine Lebenssituation. Ältere Menschen, auch jüngere Menschen. Werde ich eigentlich wahrgenommen in meinen existenziellen Fragen, dass das ganz große Aufmerksamkeit braucht? Und da hoffe ich natürlich auch, dass Politikerinnen und Politiker auch im September gewählt werden, die das, und das haben ja sehr, sehr viele zum Glück im Blick, die das dann auch im Blick haben. Es muss nämlich gerecht zugehen in dieser Welt, sagt nicht nur Astrid Lindgren. Herr Kopp, ich habe noch eine Frage zum Thema Gottesdienstbesuch. Ohne das irgendwie in historische Dimensionen oder in historische Zusammenhänge einkleiden zu wollen, in der evangelischen Kirche ist der Gottesdienstbesuch seit 200 Jahren eher auf einem niedrigen Niveau, jedenfalls im Unterschied zu dem, was man in der katholischen Kirche erkannte. Wie ist denn Ihre Einschätzung aus der Wiederaufnahme des öffentlichen Gottesdienstes? Also man sitzt in den Kirchen auf Abstand und in der Regel sind die Gottesdienste, jedenfalls soweit die Plätze unter Abstandsbedingungen ausgewiesen sind, voll. Dennoch beschleicht manche so der Verdacht, dass die Gottesdienstbesucherzahlen doch stärker durch die Corona-Entwicklung dauerhaft zurückgehen könnten, als man das vielleicht erwartet hätte. Also wie groß ist das Bedürfnis, Gottesdienst in der Kirche zu feiern? Ich selber würde nie einen Gegensatz konstruieren und sagen, naja, das wandert jetzt alles ins Digitale ab. Wir hatten ja vorher auch schon immer Rundfunk- und Fernsehgottesdienste als eine wichtige Ergänzung für diejenigen, die nicht mobil oder aus welchen Gründen auch immer dann in die Gemeinde vor Ort gegangen sind. Aber ich sehe viele Pfarrer und Pfarrerinnen, die sehr unsicher sind, wie sie sich auf die Entwicklung danach einstellen sollen. So was ich wahrnehme, ist große Skepsis, dass die Kirchen, wenn mal die Abstandsregeln nicht mehr gelten, dann noch leerer sind. Ist das eine Gefahr, die Sie auch wahrnehmen oder haben Sie einen anderen Eindruck an der Stelle? Ja, also bei dem Punkt ist mir wichtig, wir müssen auch aufpassen, dass wir den Gottesdienst nicht unnötig aufblähen. Der ist eine der Praktiken von Kirche. Wenn ich eine normale Kirchengemeinde hernehme, dann sind da sehr, sehr viele unterschiedliche Praktiken, die diese Kirche vor Ort definieren. Das ist manchmal in der Selbstwahrnehmung auch von Pastorinnen und Pastoren, Pfarrerinnen und Pfarrern überstrapaziert. Weil die Wirksamkeit von christlichem Glauben, das ist nur eine der Erscheinungsformen.
die Daten geben es nicht her. Die Daten geben es nicht her, dass die Zahlen durch Corona stark verändert wurden. Sie haben es angesprochen, stark verändert wurden die Zuseherinnen und Zuhörerinnenzahlen bei den, vor allem beim öffentlichen rechtlichen Formaten. Das war wirklich ganz erstaunlich. Aber in den Gottesdiensten mit Abstand und Maske sind in den normalen Gottesdiensten sind jetzt nach einer Delle, als man sich daran gewöhnt hat, wieder erstaunlich stabile, gebe zu, niedrige Zahlen in der evangelischen Kirche da. Was der Knackpunkt ist, sind diese besonderen Gottesdienste. Und da, das muss man jetzt ja auch mal sagen, davon lebt Kirche ganz stark. Wir sind jetzt gerade in der Zeit der Firmungen, Kommunionen, Konfirmationen, wo wir enorme Einschränkungen haben. Wie das weitergeht, da bin ich sehr gespannt. Taufen, Trauungen, bei den Bestattungen hatten wir große Themen in den Beschränkungen, die zum Glück jetzt schon lange nicht mehr gelten. Aber eben auch eine Kirchengemeinde hat Gemeindefeste, bestimmte Festveranstaltungen, wo viele Leute zusammenkommen. Ich komme jetzt aus Bayern, da gibt es ganz viel Gottesdienste, Open Air, aber es sind jetzt auch nicht riesige Wiesen und da sind auch die Beschränkungen ja bei uns bei den Großveranstaltungen. Da wird es noch viel Zeit brauchen. Da bin ich überhaupt gespannt, wie das mit den Großveranstaltungen weitergeht, auch vom Teilnahmeverhalten. Vielleicht mal so viel. Also die Zahlen geben es im Moment nicht her, dass da also das Bedürfnis von denen, die vorher das Bedürfnis hatten, in einen Gottesdienst zu gehen, ist auch durch Corona nicht geschwächt worden. Auch wenn manche eben sagen oder nicht können, ich mag jetzt zum Beispiel FFP2-Maske als Teilnehmender im Gottesdienst auch überhaupt nicht. Ich gehe halt trotzdem hin. Frau Lieberknecht. Ja, also ich denke in der Tat, dass die noch immer geltenden Beschränkungen, Stichwort FFP2-Maske ist für mich auch so ein Faktor, Abstandsregeln und halt allgemeine Hygienebelehrung Menschen im Moment tatsächlich noch abhalten davon, zum Gottesdienst zu gehen. Die Entwicklung bleibt abzuwarten, wie sich das dann weiter gestalten wird. Ich will auch noch mal sagen, also für mich ist der Gottesdienst schon etwas absolut Zentrales. Ich habe die Erfahrung als Dorfpastorin ganz zum Anfang der 80er Jahre, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe nie einen Gottesdienst mangels Teilnehmerzahlen, wenn es 2 oder 3 waren, ausfallen lassen. Der hat für mich stattzufinden. Deswegen würde ich den auch die Bedeutung nicht an der Zahl der Teilnehmer messen. Habe mit Verwunderung festgestellt, dass in alten Kirchenbüchern schon im 18. Jahrhundert über mangelnde Gottesdienstbesuche geklagt wird. Wie das damals war, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Heute haben wir zum Teil wenig, das stimmt. Zu Festen sind sie wieder da. Also das ist von der Teilnehmerzahl, würde ich sagen, sind wir nie am Ende. Da gibt es Entwicklungen, können auf einmal 100 und 200 sein, können aber auch nur mal unter 10 sein auf diesen kleinen Dörfern. Ich wollte ein Plädoyer dafür halten, weil ich auch die EKD-Diskussion so ein bisschen mit Sorge verfolgt habe, dass man doch hinterfragt, wie viel Kraft man überhaupt noch auf die Sonntagsgottesdienste verwenden sollte. Wir sagen auch 2 oder 3. Für mich sind sie ganz elementar und auch ein eigenes Bedürfnis. Ja, Frau Lieberknecht, an dieser Stelle merke ich doch, dass ich katholisch bin, nicht? Und Ihnen deshalb auch zustimme, wie wichtig der Gottesdienst ist. Und ich bin ja selber neugierig, das ist ja auch auf der katholischen Seite zu beobachten, zu fragen, die ganze Gesellschaft hat eine heftige Sehnsucht nach Normalität, wieder sich treffen, gerade die jungen Leute und so weiter, Kultur, Sport, überall, all das Zusammenleben wieder öffentlich wahrnehmbar zu leben. Und es wäre ganz gut, wenn die Kirchen sozusagen diese Angebote einer erneuerten Normalität, man mag vielleicht experimentieren, ob nicht alles so bleibt, das weiß ich nicht, aber einer erneuerten Normalität, das fände ich schon wichtig. Und deswegen ist meine besorgte Frage, ob es etwa Tendenzen gibt, den digitalen Gottesdienst nicht als Ergänzung zu verstehen, sondern gar als Ersatz. Das wäre eine etwas problematische Entwicklung, wie ich jetzt ganz katholisch feststelle. Das ist ökumenisch. Nein, also die Digitalität, wir haben da kleine Wunder erlebt im katholischen Bereich, im evangelischen Bereich, im freikirchlichen Bereich. Aber das kann immer nur Ergänzung sein.
Das Evangelium braucht personalen Kontakt. Es braucht Face-to-Face, das braucht wirklich Erleben, das braucht Riechen, das braucht Hören, das braucht Musik und es braucht Live-Musik. Da muss ich dabei sein, muss wieder hinausgehen, ich muss das spüren. Herr Hahn, noch eine Anfrage aus dem Chat, sonst stelle ich meine letzte Frage. Genau, gerne zum Abschluss, Herr Dr. Thierse, wenn Sie das Panel haben. Ich will Sie noch mal verführen, dann dazu fragen, was die Kirche dazu beitragen kann. Wir beobachten ja auch viel deutlicher geworden in dieser Pandemie eine regelrechte Wahrnehmungsspaltung in der Gesellschaft. Es ist schwerer geworden, uns zu einigen, was Wirklichkeit ist, was Fakten sind. Das wird nur dramatisch sichtbar, wenn man die sogenannten Querdenker, die Verschwörungsmythologen und so weiter sieht. Das ist viel schwieriger geworden. Aber die Gesellschaft, das gesellschaftliche Zusammenhang und auch die Demokratie leben davon, dass es die prinzipielle Möglichkeit gibt, sich zu einigen auf das, was Wirklichkeit ist, was die gemeinsamen Probleme und Herausforderungen sind. Und der Streit darüber ist heftiger, giftiger, aggressiver geworden. Und meine Frage ist, was können die Kirchen, die Gemeinden, die Christen dazu beitragen, dass diese Art von falschem, zerstörerischem Konflikt und zerstörerischem Dissens wieder verringert werden kann? Mhm. Ja. Oh, ja. Wenn ich anknüpfen darf dabei an die letzte These, Zukunftsthese von Ihnen, Bischof Kopp, nicht alles mit Harmonie zu übertünchen sozusagen, sondern Konflikte gestalten. Und Konflikte gestalten hat für mich auch was zutiefst bei aller Ökumene, aber vom Herkommen auch Protestantisches, Bildung mit Argumenten. Wir haben ja auch eine Krise der Debattenkultur. Sie sagten es, es gibt eine vergiftete Atmosphäre. Viele weigern sich überhaupt aus ihrem, sagen wir mal, eigenen Dunstkreis heraus noch mit anderen zu sprechen, sondern da wird, ja, dann im positiven Sinne Haltung. Aber wenn die von der anderen Seite dann auch kommt, jeder hat seine Haltung und das darf nicht die Argumente und die Argumentation und das Wissen ersetzen. Also aus meiner Sicht müssten wir schon auch fragen, haben wir nicht auch eine Bildungskrise? Haben wir nicht auch zum Teil eine Wissenskrise? Und ich denke, einen gesellschaftlichen Konsens kriegt man auf einer ja auch faktenbasierten und zwar allgemeinen Akzeptanz durch allgemeine ja auch Bereitschaft, sich Mühen zu unterziehen, zu Bildung und auch Bildungsangebote anzunehmen und sich dann im besten Sinn auch mit Aufklärung und den Tugenden, die wir ja eigentlich auch so von der Aufklärung her und über viele, ja auch Jahrhunderte uns erst erarbeitet haben, dass das nicht über Bord geht, sondern dass wir hier als Kirche und der können ja auch kirchliche Akademien dazu beitragen und die Schulen, die wir haben. Und es gibt ja so viel Bildung. Also Kirche ist ja auch wirklich Bildungsinstitution im besten Sinne. Und dann getragen natürlich von dem, zu dem uns ja auch die Liebe Gottes treibt und ja regelrecht auch verpflichtet, aufeinander zuzugehen. Also nicht Schotten dicht machen, sondern versuchen, durch Angebote aufeinander zuzugehen und in allen Schwierigkeiten trotzdem nie die Würde des anderen und auch des, ja, vielleicht auch gegenüber zu sehen, da sind auch Menschen mit Fragen, mit Zweifeln. Sicher wird man nicht alle Hardliner kriegen, aber doch nicht zu früh zu verurteilen, sondern ernst nehmen von Situationen. So würde ich es beschreiben. Also ich sehe da schon Chancen und ich sehe auch wirklich einen wichtigen Beitrag. Ich habe mal in einer Stadt gearbeitet mit einem wunderbaren SPD-Oberbürgermeister, den ich sehr verehrt habe, der gesagt hat, keine Bürgerversammlung ohne die Pfarrerinnen des Stadtteiles. Und ich halte es für einen ganz wichtigen Punkt. Er hat es nicht gesagt, der war nicht religiös oder sagen wir mal religiös, nicht besonders musikalisch, aber er wusste, das sind exzellente Kommunikatoren. Die können reden mit anderen und können zuhören. Die hören auch zu, aber sagen dann auch klar, was ihre Meinung ist. Und das war seine Idee. Und ich glaube, wir müssen raus. Wir müssen hinaus. Wir müssen in diese Gespräche, egal wo. Und das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, aber es ist auch ein kirchlicher Auftrag. Denn wir müssen klar Kante zeigen
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, gegen antisemitische Tendenzen und auch ein anderes Angebot dazu machen. Wir wollen hier gemeinsam friedlich leben und auch für einen Ausgleich sorgen, dass jede und jeder sein Recht hat, hier zu sein. Das wäre meine Antwort darauf. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube ja, dass die Kirchen und die Christen sehr viel zur Bewältigung der Pandemieerfahrungen beitragen können und sollen. Artikel 2.2 findet sich ja die wichtige Bestimmung, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Es gibt eine Staatspflicht zum Schutz des Lebens. Und ich glaube, es gibt eine kirchliche Pflicht dazu, Unversehrtheit nicht nur als körperliche misszuverstehen. Das fände ich ganz wichtig. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund und munter und tatkräftig und kommunikativ und bedanke mich herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Er muss ja nicht jeden Tag so heiß sein, wie es gegenwärtig in Berlin ist. Also, auf Wiedersehen und Dankeschön. Vielen Dank, auf Wiedersehen.